Tja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Arthur. Gleich haben wir den Buchpreisträger Guntram Vesper im Interview. Aber vorher beginnen wir mit einer Frage, die uns seit Jahren umtreibt. Wie konnte das geschehen? Jahrelange Ermittlungsfehler und Vertuschungen, Pleiten und Pannen. Wie konnte es überhaupt zur Anschlagsserie des NSU kommen? Ein außergewöhnliches Projekt beschäftigt sich mit dieser Frage. Mitte in Deutschland, NSU. Unter dieser Überschrift zeigt die ARD drei Spielfilme. Aus Sicht der Täter, der Opfer und der Ermittler wird den Geschehnissen nachgespürt. Ein großes Projekt im Wissen, dass einfache Antworten nicht zu erwarten sind. Was doch so passieren kann, wenn Theater sich öffentlich in politische Debatten einmischen. Die Semperoper in Dresden holte sich gerade ein blaues Auge. Eine Anzeige wurde erstattet gegen das Traditionshaus von der Denkmalschutzbehörde, weil die Oper einen großen Monitor an seiner Fassade angebracht hat, auf dem Theaterleute zu Toleranz und Mitmenschlichkeit aufrufen. In ganz Deutschland machen Theater mobil, gehen auf die Straße, um Flüchtlingen zu helfen und positionieren sich in den heftigen Debatten, die Deutschland derzeit erlebt. Ein Streit ist entbrannt, ob sie das dürfen. Gerade wurde bekannt, an wen die Preise der Leipziger Buchmesse 2016 gegangen sind. Brigitte Döbert erhielt ihn in der Kategorie Übersetzung. Jürgen Goldstein in der Kategorie Sachbuch, Essayistik. Und Guntram Vesper gewann den Preis für seinen Roman Frohburg. Ein Mammutwerk. Meine Kollegin Katrin Schumacher hat den frisch gekürten Preisträger heute Abend zu einem Gespräch auf der Messe getroffen. Tja, und mehr zur Leipziger Buchmesse gibt es in einem Arthur-Spezial zu sehen morgen Mitternacht hier im MDR Fernsehen. Es ist eine wahre Sternstunde für die Moritzburg in Halle. Für ein halbes Jahr ist das Kunstmuseum gleichsam komplett. Denn zu der eigenen Hallenser Expressionistensammlung kommen jetzt deren Vorläufer hinzu. Bonnard, Cézanne, Van Gogh, Rodin, Toulouse-Lautrec. Magie des Augenblicks in Halle. Magie des Augenblicks zu sehen bis zum 11. September im Kunstmuseum Moritzburg. Und wenn Sie schon dort sind, dann empfehlen wir Ihnen im Rahmenprogramm den Film Villa Flora unbedingt anzuschauen, der zum Beispiel am 10. und am 11. April im Hallenser Lux-Kino läuft. Während die EU-Staaten heute darüber verhandeln, wie ein Abkommen mit der Türkei aussehen könnte, treffen sich dieser Tage in Leipzig zum ersten Mal türkische und deutsche Jugendliche zum sogenannten Istanbul-Projekt, einem Austauschprogramm zwischen der Oper Leipzig und einem hervorragenden Jugendorchester aus der Türkei. Tja, und wohin der Weg sich ansonsten in dieser Woche lohnt, hier unsere Tipps im Kulturkalender. Im Anschluss fragt nah dran, was macht gute Pflege aus? Ihnen jetzt eine gute und leselustige Woche. Und nicht vergessen, morgen Mitternacht Arthur Spezial von der Buchmesse. Hier schon ein paar Impressionen.